Und willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall. So, es ist Nacht und wir fangen unser drittes Team-Pokémon. Nämlich hier. Wenn wir Glück haben, kann es auftauchen. Denn es tauchen ja nachts verschiedene Pokémon auf. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass es schnell auftaucht. Ja, tauch jetzt mal auf. Und es ist nicht. Weberak. Ist auch mal ein cooles Pokémon. Aber ich will es nicht ins Team haben. So, super Verzweifler. Oh, hat ein paar KP verloren. Die stehen Verzweiflerangriff. Naja. Aber ich glaube, Zubat müsste es mit Verzweifler gut hinkriegen. Auch wenn es sich selber dadurch schädigt. Naja, macht nichts. Okay, wir leveln uns dazu was ganz gut, ohne eine Attacke einsetzen zu müssen, eine richtige. So, jetzt möchte ich aber das Pokémon haben, das es hier gibt. Na, Weberak, ich habe doch gesagt, ich will dich nicht. Verstehst du das nicht? Also gut, Zubat, noch mit dasselbe Spielchen. Verzweifler. Ja, ich weiß, du bist giftig mit einem Giftstachel. Und glaubt ihr, dass es doch für ein Level abreicht, wenn wir dieses Weberach geschlagen haben? Oh Gott, falls wir es überhaupt schaffen, es zu schlagen. Denn Zubat fehlt ja immer wieder KP. Ich glaube, jetzt setze ich mal langsam einen Trank ein. Oh, wir haben keinen Trank, schade. Na gut, dann einfach mal weiter angreifen. Fünf. Ja, Zubat verliert immer ein KP pro Angriff. Das heißt, jetzt hat es nur noch 3 KP. Okay, gibt es ein Level-Up? Jawohl, Level 6. Ballen Zubat. Superschall, wollte ich gerade sagen. Okay, jetzt kann Zubat wieder eine Attacke. Jetzt möchte ich das Pokémon haben, was es hier gibt. Na, Weberak, lass mich in Ruhe. Du belästigst mich hier. Komm, jetzt hau ich ab. Ich hab keinen Nerv mehr für dich. Weberak. Lal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 a. Quapsel. Interessantes Pokémon. Aber ich möchte es auch nicht im Team haben. Oh, Quapsel? Ich weiß nicht, soll ich ein Team machen? Ich muss mal kurz meine Pokémon Teamliste anschauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, hier bin ich wieder. Quapsel kommt nicht ins Team. Tut mir leid. Ich habe schon ein geiles Pokémon. Was willst du denn? Yo Gold! Oh, Julian ruft an. Yo Gold, wie geht es dir, Lappen? Julian! Hallo, hast du Zeit? Treffen wir uns für einen Kampf? Ich verspreche, es wird anders. Ich bin hier auf Route 30. Ruf an, wenn du in der Nähe bist. Ja, wir werden gleich vorbeischauen. Aber erst nachdem wir unser Pokémon gefangen haben. So, ich hoffe, das ist es jetzt. Na, Knuffenser, na, oh. Du Knuffi, geh weg. Ist zwar auch ein gutes Pokémon, Satzenia, aber na, wir hatten Satzenia schon in einem Let's Play drin. Und zwar im Team Rocket Let's Play, nur so als Randnotiz. Also langsam, wenn es nicht auftaucht, dann werde ich speeden, Leute. Video ja so ungern, aber dieses Mal werde ich wohl darauf zugreifen müssen. So, jetzt aber, komm! Okay, ich speede. Nein! Nein, kein Hutot! Nein, kein Hutot! Nein, auch kein Weberak! Lass mich! Nein! Langsam glaube ich, das taucht hier gar nicht auf. Jetzt aber... Tauch endlich auf! Verdammtes Pokémon, das ich fangen will! Danke! Okay, ich schau mal schnell im Wiki nach, ob sie auftaucht. Bis gleich! Gut, ich habe es mich erkundigt. Und zwar taucht dieses Pokémon doch nicht hier auf. Aber woanders, und zwar im Knuffenserturm. Und zwar, ja, schauen wir mal im Knuffenserturm vorbei. Wir müssen da eh jetzt dann noch was machen. Aber zuvor möchte ich noch gegen Julian antreten. Du bist spät dran, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit.
Okay, wir benötigen deine Pokémon. So, ich habe sie geheilt. Einfach mal so in die Maschine gelegt. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Kommen wir jetzt wieder vorbei. Ja, Stadtkunden machen wir auch später. Erstmal Julien bekämpfen. Lalalala, Route 31. So, ach, wir können ja uns eine neue Beere noch mitnehmen, genau. Es ist ja wieder ein neuer Tag. Bitterbeere erhalten. Okay. Gut, dann, ja, wie gesagt, gehen wir zu Julien. Kann auch ein bisschen dauern, bis wir hier diese wieder die ganze Route hier bestritten haben. Und es taucht hier ein Zubat auf, und zwar das nachts. Die tauchten ja vorher nur oft in der Dunkelhöhle auf und jetzt tauchen sie hier auch auf, weil es Nacht ist. Ihr seht also, Nacht hat eine gute Auswirkung darauf, welche Pokémon auftauchen. So, Julien. Ich warte bereits auf in den Kampf, du Lappen! Ja, komm her, Julien, ins Block. Okay, Teenager Julien möchte kämpfen. Er setzt eine Radfratze ein. Kiko Shit, okay. Ah, Level 4. Sein Radfratz ist nicht gerade stärker geworden. Superschall. Verdammt! Okay, ich probier's einfach nochmal. Superschall! Jawoll, jetzt bist du verwirrt. Lappen. Selbst verletzen. So, jetzt auch mal ein bisschen Blut aus dem Ratzfratz heraus. Ja, füllt ein paar KP ab. Auf. Na, jawoll, Julians Ratzfratz verletzt sich selber. Und wir greifen einfach heute an mit Blutsauger. Ist zwar eine schwache Attacke gerade, aber momentan hat Zubat nichts anderes drauf. Zubat Lämpchen Level 15, glaube ich, Biss ist deutlich stärker als Blutsauger. Und ja, mit Biss können wir schon einiges anfangen. Er greift unser Zubat nochmal mit Tackle an. Ja, er hat ja nicht so eine besondere Attackenauswahl, der Julien. Okay, und Julians Block hätten wir erneut besiegt. Und Erfahrungspunkte für Zubat. Ah, wieder voller Mist. Ja, du wolltest es so. Ich hoffe daran, wenn ich unbedingt kämpfen möchte, Lappen. Gut, dann gehen wir wieder zurück und nach Teak City. Und gehen in den Knopfensaturm, nachdem wir eine Starterkunde gemacht haben. Und dieses Pokémon noch zuvor besiegt haben. Ein Quapsel schon wieder. Also gut, ein bisschen trainieren kann ja nicht schaden. Nochmal die Blutsauger. Anfangs ist es ja wirklich sehr viel Pokémon zu besiegen. Später ist es eher unwichtig, so mit Level 60, 70 rum. Da sind eher die Trainer mehr von Bedeutung. Aber am Anfang ist es sehr wichtig. Und ich glaube, es kann ein bisschen dauern, dieser Kampf. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir haben genug Parts. Ich möchte mir mit diesem Let's Play auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Einfach aus dem Grund, weil ich euch ja alles zeigen möchte. Jedes kleinste Detail von Pokémon Kristall und warum es so cool ist damals, wo ich es gespielt habe. Ist auch eine lange Geschichte. War, glaube ich, so, da war ich so dritte Klasse. Waren meine Eltern mal weg. Und haben uns den... also da hatte ich damals noch ein Gameboy, war ein totaler Gameboy-Süchti. Suchti, wegen Pokémon halt. Und da habe ich die Kristall-Edition gesuchtet. Also wirklich Tag und Nacht gespielt, also wirklich nur noch Tag und Nacht gespielt, auch nachts. Und das mit dritte Klasse. Da hat dann unsere Oma auf uns aufgepasst, also auf mich und meinen Bruder, die wohnt unter uns. Und ja, dann hat sie uns ins Bett geschickt, habe ich einfach mal heimlich den Gameboy rausgeholt und weiter gezockt, bis 3. Dann ist sie einfach mal wieder hochgekommen und ja, da habe ich Ärger von meiner Oma bekommen. Aber ganz lustig. Und damals habe ich, glaube ich, auch ein neues Spiel in Pokémon Kristall angefangen. Zufälligerweise. Ja, das war die Geschichte von Pokémon Kristall.
eine damals lustige Geschichte. Ich glaube, in der ersten Staffel, die ich in Pokémon Kristall genommen habe, war Endivir, weil ich zuvor die TV-Serie gesehen habe. Und Endivir kannte und die anderen nicht so besonders. Deswegen habe ich damals Endivir genommen und war von der Attacke Rasierblatt sehr beeindruckt. So, wir sind jetzt in Viola City. Ich habe euch gesagt, wir machen eine Stadterkundung. Also zuerst Pokémon heilen. Willkommen Pokémon Center. Ich glaube, das überspiele ich. Wir wollen zwar das Let's Play in die Länge ziehen, aber nicht so durch ein paar Dialoge von der im Pokémon Center. Es war vor so 3 Jahren. Team Rocket hatte etwas Übles mit dem Pokémon vor. Aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ein junger Trainer hat sie zerschlagen. Ach ja, habe ich schon erwähnt, dass diese Story 3 Jahre nach der gelben Edition spielt. Nur so als Radmusik. Ein Kerl namens Bill hat das Pokémon PC-Lagerungssystem erfunden. So. Was ist denn da in der Hand? Auch ein Gameboy? Okay, ein Gameboy Color wahrscheinlich. Pokémon sind schlau. Sie gehorchen nur Trainern, von denen sie auch Respekt haben. Hat der Trainer nicht genug in Ordnung, machen sie wieder, was sie wollen. Okay. Gut, hier ist die Box, aber die brauchen wir momentan noch nicht. Waren wir eigentlich schon oben? Ja, ne? Ja, wir waren hier schon im letzten Part, ne? Ja. Okay, Starterkundung. Man sagt, dass im Cluffinsator Geist reagieren. Pokémon-Attacken des Typs normal, das zeigen bei welchen Pokémon keine Wirkung. Aha. Okay, was ist hier? Als Sammler Pokémon, hast du einen Cluffinsator? Möchtest du es gegen mal ein Onix tauschen? Ne, wir haben keinen Cluffinsator, aber wir können es fangen. Du möchtest nicht tauschen? Schade. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhalten hast, wird schneller wachsen. Aber wenn du es nicht im Besitz des passenden Ordens bist, gehorchen sie dir vielleicht nicht. Was ist es? Eis-Pokémon-Tag. Margit. Professor Eis. Pokémon-Tag. Mit Margit, Eichtaubsi, wurde gesehen auf Route 30. Margit Taubsi, fast giftig, wie verrückt, lalala, nice in Noctu. Okay. Ja, das ist die Musik aus Pokémon Gelb. Und ich glaube, wir holen uns mal schnell einen Cluffinsator für den Typen. So, Route 31. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich möchte ja noch meinen Pokémon fangen. Und ich habe ja extra ein bisschen später angefangen mit dem Aufnehmen, aus dem Grund, dieses Pokémon zu fangen, damit es ja Nacht ist. Und ich würde sagen, ich fange jetzt ein bisschen zum Speeden an, bis das Cluffinsator auftaucht. Ich möchte mich daran nicht so lange beschäftigen. Jetzt Cluffinsator, tauch auf! Cluffinsator! 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 Na, da bist du ja. Okay, Blutsauge. Ich glaube, das überspiele ich auch. Ich will es ja nur schnell fangen. So, da dam, und jetzt ein Pokéball. Haben wir überhaupt schon Pokébälle? Ja, ne? Ja, wir haben ja von dem Forscher welche bekommen. So, Pokéball. Eins, zwei, drei. Und drin. So, jetzt können wir es tauschen gegen das Onix von dem Typen. Cluffinsator Blume, Größe 0,7 Meter. Gewicht 4,0 Kilogramm. Bemerkt es etwas, das sich bewegt, schlingt es sofort seine Ranke um dieses Objekt. Und das Spitznamen? Ne, muss nicht sein. Okay, und zurück nach Tick City. Lalalalalala. Also, der Soundtrack ist schon cool von Pokémon Kristall, muss ich schon sagen. Großes Lob an Game Freak. So, und jetzt tauschen wir dich mal. Ja, Cluffinsator, ja, kennen wir schon. Spielt das Geschlecht eine Rolle? Naja, egal. Okay, benutze das Game-Link-Kabel. Ja, früher musste man die Gameboys mit so einem Link-Kabel tauschen. Früher hatte ich kein Link-Kabel. Das heißt, ich konnte früher keine Pokémon tauschen. Aber mit dem Gameboy DS, mit dem Nintendo DS, ist es schon eine praktische Erfindung damals gewesen. Also, gewesen. Ach, der ist Tobi! Mein Bruder ist Tobi. Was für ein Zufall. Cluffinsator gesendet an Tobi. Für Cluffinsator? Oh Gott, so schnell kann ich nicht lesen. Nein, viel zu schnell. Hör auf.
Kräften. So, es gibt uns sein Onix. Auf unserem Gameboy Color. Was ein Emulator gerade da ist. Naja. Onix. Na super. Gold tauscht Knuffenser gegen Onix. Jo, ich habe mir Knuffenser besorgt. Danke. Bitte. Schauen wir unser Onix mal an. Aaron heißt er. Er trägt einen Brief, aber den können wir später anschauen. Bitterbeere? Ne, das ist ein Item. Bitterbeere. Das Item Bitterbeere trägt er, oder? Naja, gut, nehmen wir sie einfach mal. Bitterbeere von Aaron erhalten. Und ja. Weiter Stadterkundung. Hier geht's nach oben. Wo geht's hier eigentlich lang? Okay, hier brauchen wir zu Schneider. Hier geht's nicht lang. So, was ist denn das für ein Gebäude? Als Pokémon Akademie. Aha. Ich tausche mein bestes Pokémon mit diesem Kerl. Hä? Was, Pokémon? Da bekommen wir aber hartes was. Ein Pokémon, das eine Beere hält, wird sich am Kampf selbst heilen. Noch viele andere Titans können von Pokémon gehalten werden. Es ist nicht einfach, sich all diese Notizen zu merken. Ich mache mir Notizen über die Ausführungen besser. Ich schaue auch alles von der Tafel ab. Ich schreibe auch alles von der Tafel ab. Scheiß Nerd. Es ist das Notizbuch dieses Kindes. Fange Pokémon mit Pokébällen. Bis zu 6 können sich gleichzeitig im Team befinden. Weiterlesen? Ja. Bevor man den Pokéball wirft, muss das Ziel geschwächt werden. Ein vergiftetes oder verbranntes Pokémon kann leichter gefangen werden. Weiterlesen? Ja. Manche Attacken verwirren deinen Pokémon. Ein verwirrtes Pokémon kann sich auch selbst verletzen. Nach einem Kampf endet auch die Verwirrung. Weiterlesen? Ja. Leute, die Pokémon fangen und in Kämpfen einsetzen, nennt man Pokémon-Trainer. Man erwartet von ihnen, dass sie Arenen besuchen und gegen andere Trainer auftreten. Die nächste Seite ist leer. Hey, mehr habe ich nicht aufgeschrieben. So, was steht denn hier auf der Tafel? Auf der Tafel werden die Statusveränderungen von Pokémon während eines Kampfes erklärt. Gift. Wird ein Pokémon vergiftet, verliert es ständig KP. Die Vergiftung dauert auch nach dem Kampf noch an. Und es verliert weiterhin KP. Um es zu heilen, musst du Gegengift einsetzen. So, Schlaf. Schläft ein Pokémon, kann es nicht angreifen. Es wacht auch nach dem Kampf nicht auf. Wecke es mit Hilfe von Aufwecker wieder auf. Gefrier. Ist dein Pokémon eingefroren, ist es zu keiner Handlung fähig. Dieser Zustand hält auch nach dem Kampf an. Um es aufzutauen, verwende einen Eisheiler. Paralyse. Paralyse reduziert die Geschwindigkeit und verhindert eventuell jede Bewegung. Sie dauert auch nach dem Kampf noch an. Also setze einen Paraheiler ein. Verbrennung. Eine Verbrennung lässt die KP stetig sinken und reduziert die Angriffskraft. Die Verbrennung bleibt nach dem Kampf bestehen. Verwende einen Feuerheiler zur Heilung. So, das war's. Das sind so die Statusveränderungen. Ich glaube, das habe ich schon 1000 Mal in den Let's Plays vorgelesen, aber naja. So. Sehr informativ, dieses Gebäude. Hey, bist du auch ein Pokémon-Trainer? Schlägst du deinen hiesigen Arena-Leiter dann, darfst du dich bald zur Elite zählen. Zur Elite Vorderlauf, ja. So, was bist du für eine? Volk von der Pokémon-Arena in Viola City ist ein großartiger Trainer. Er hat die Pokémon-Arena seines Vaters geerbt und hat dort sehr gute Arbeit geleistet. Okay. Pokémon-Arena von Viola City. Leitung Falk, der elegante Meister der Flug-Pokémon. Schauen wir später rein. Hallo, bist du eine Trainer? Hast du gewonnen in dem Kampf gegen den Arena-Leiter? Ja. Oh lala, sehr hübsch. Und was ist, wenn ich Nein mache? Oh ja, dann lernen sollst du. Folge mir. Nein! Nein! Du Arschloch! Ich bin deine Lehrer!
ist gut für dich, bei mir zu lernen. Arschloch. Tolle Lehre. So lautet mein Name. Wunderbar, sind Pokémon. Ui. Ich werde... Achso, sie sind Franzose. Ich werde dir beibringen, ein bester Trainer zu werden. Was möchtest du wissen? Wirst du ein Gründer du sein? Ja. Gut, so lass mich dir erklären. Im Kampf wird das erste Pokémon auf der Liste beginnen. Ändere die Einstellungen in der Liste, um dich den Gegebenheiten anzupassen. Möchtest du noch mehr hören? Ja. Du möchtest also wissen, wie man Pokémon richtig trainiert? Ja. Gut, so lass mich erklären. Selbst wenn ein Pokémon nur kurz an einem Kampf teilnimmt, erhält es einige EP. Platziere schwache Pokémon an der Spitze der Liste, tausche sie dann im Kampf gegen ein anderes Pokémon. So können auch schwache Pokémon stark werden. Wer ruft denn da jetzt an? Guten Abend, Gold. Ich krieg. Bist du wach? Ich habe alle möglichen Bären gesammelt. Wenn du willst, teile ich mit dir. Ich warte hier, Route 31. Klick. Wir müssen noch eine Stadterkundung machen, aber gut, nehmen wir schnell noch die Bären mit. Also gut, ich mach's schnell und schmerzlos. Für Bären tue ich natürlich alles. Nein, Quapsel, okay, weg. Nein, nicht das. Flucht. Flucht, Flucht, okay, da ist der Greg. Schön, dich zu sehen. Hier, das habe ich gefunden, nimm es bitte. Antiparalyse wäre toll. Ich melde mich, sobald ich etwas finde, das dir gefallen könnte. Ja. Okay, weiter Stadterkundung. Wir werden damit nie fertig, wenn wir weiterhin von Leuten angerufen werden. Deswegen habe ich kein Handy in Real Life. Okay, ich spiele es wieder. Dann. So, okay. Gut. Hier geht's nach unten. Okay. So, was ist das? Es ist ein Obstbaum. Und noch eine Antiparabäre. Na gut, es geht zwar noch weiter unten, aber da möchte ich noch nicht gehen. Ich möchte jetzt die Stadterkunde fertig machen. Hier ist ein Markt. Pokémon können Items wie Trank und Gegengift einsetzen oder tragen. Aber offenbar sind sie nicht in der Lage, künstlich hergestellte Items zu benutzen. Willkommen, womit kann ich dienen? Okay, wir können uns jetzt Pokébälle kaufen. Ist auch ganz gut. Und einen Blumenbrief, diese... Ja gut, diese Briefe, die sind hier in dieser Generation noch ganz gut eigentlich. Viel besser als in den folgenden Generationen. Da kann man nämlich immer was schreiben, was man eigentlich... Also genau schreiben, was man haben möchte. In der nächsten Generation muss man einfach hier bestimmte Auswahlwörtern verwenden. Was totaler Bullshit ist. Fängst du ein Pokémon? Es ist vermutlich sehr schwach. Aber letztendlich wird es wachsen und stärker werden. Es ist wichtig, Pokémon sehr viel Liebe zu schenken. Ja, komm. Was hast du zu sagen? Ich habe einen wackeligen Baum gesehen. Wenn du benutzt, findet er sich und sonst. Cool. Ja, werden wir später schon sehen. Im nächsten Part vielleicht. Sie verwendet die Namen ihrer Lieblingsspeisen als Spitznamen für ihre Pokémon. Meine ich. Okay, wie heißt dieses Viech denn? Erdbeere. Taubsi. Ich nenne mein Taubsi Erdbeere. Toll. Erdbeere. Naja. Gut, und jetzt gehen wir endlich in den Klofenserturm. Was manche Let's Player schon sofort gemacht hätten. Aber ich lasse mir Zeit und schau mir alles genau an. Dich hatten wir schon. Lass mich in Ruhe. So, hier Klofenserturm. Klofenserturm. Erfahre die Art der Pokémon. Das ist der Klofenserturm. Und wir fangen unser neues Team-Pokémon. Lalalalala. Lalalalala. Ich tode. Jetzt ein bisschen Zeit totschlagen.
Das ist der Knuffenser-Turm. Okay, ich höre schon auf. Ein über 30 Meter großes Knuffenser. Man sagt, es wurde die Trägersäule des Turms. Siehst du, wie sie sich bewegt? Die Trainer findest du oben. Okay. Der Knuffenser-Turm wurde vor langer Zeit als Pokémon-Trainingsstätte errichtet. Nur wenn du es bis ganz nach oben schaffst, erhältst du eine VM. Okay. Gut, wenn Weise das sagt. So, gibt's hier schon wilde Pokémon? Oh Gott. Wie hart wir auch kämpfen, der Turm bleibt stehen. Okay, ich hätte nicht speeden sollen, das war jetzt ein Fehler, aber naja. Weiser Eckhart möchte kämpfen. Okay. War ja klar, dass sie einen Knuffenser enttippen. Knuffenser-Turm. Wir könnten unsere Folge gut trainieren. Aber ich möchte zunächst noch Zubat ein bisschen aufpimpen. Weil Zubat momentan schwer zu trainieren ist und Erfahrungspunkte braucht. Das kann lange dauern. Das kann ich euch schon jetzt vorhersagen. Das kann lange, lange dauern. Er setzt ein Hieb ein. Die Attacke ist nicht sehr effektiv, aber ist mir egal. Ich greife an den Blutsauger. Diese Attacke ist normal stark. Okay, nochmal Rankenhieb. Ja. Ist zwar sehr, sehr langweilig gerade, aber ist ja der Anfang. Das ist immer langweilig. Ich kann mir versprechen, in 10 Parts ist das Ganze schon etwas interessanter. Wenn ich mir nicht so viel Zeit weiterhin lasse, ich glaube, wir haben die Hälfte oder ein Dreiviertel des Parts damit beschäftigt, Leute anzusprechen und ein paar Quests zu machen. Ja, Quests, kann man die Anrufe, also ich betrachte die Anrufe hier als kleine Quests, als Nebenquests. So, und dieses Knuffenser hätten wir erledigt. Hat ja nur 2 Jahre gedauert, aber wir haben Zeit, ne? Wir haben Zeit. So, Level 7 für Zubat. Ich glaube, jetzt würde es in anderen Generationen Erstauner erlernen. So, hier ist noch ein Knuffenser. Oh Mann, das kann echt sehr, sehr lange dauern. Ich glaube, ich tue mal das Ganze kürzen mit Superschall. So, mit seiner Verwirrung müsste das Ganze ein bisschen leichter sein. Die Attacke ist nicht so effektiv. Ja gut, jetzt ziehen uns immer ein KP ab, die wir mit Blutsauger wieder dazu gewinnen. Aber ich frag mich, warum Blutsauger nur 15 KP hat. Ich meine, Blutsauger ist nicht so besonders stark. Oder sagen wir überhaupt nicht stark. Ist zwar eine Käferattacke. Ja gut, Käferattacken sind schon selten, aber 15 AP ist schon ein bisschen mies. Gut, ich glaube, ich setze noch weiterhin ein bisschen Blutsauger ein und danach setze ich Superschall ein, aber das werde ich speeden, dann damit Zubat halt wieder verzweifelt einsetzt. So, ich glaube, das war der letzte Blutsauger. Ja, Rankenhieb, kenn schon deine Taktik, nur Rankenhieb. So, jetzt aber, es wird gespeedet! 16, 15, 14, 13, 12, 11. Oh, ich glaube, jetzt wächst es besser. Das war ja total sinnvoll. Okay, wir gucken schon Fenster Nummer 3. Ich glaube, in Vollregel müsste das Ganze ein bisschen leichter sein. Denn Vollregel kann ja eine Feuerattacke, hoffe ich, oder? Was? Keine Feuerattacke? What the fuck? Ja gut, dann eben Tackle. Aua. Tut mein Vogel nicht weh, Mann. Das geht so nicht. So, Tackle. Ist ja nicht so besonders schwer. Die Knuffenser haben ja alle nur Level 3. Jetzt aber. Glut, bitte. Glut. Verdammt. Ein Level noch, glaube ich. Ich kämpfte hart, aber bin einfach zu schwach. So, jetzt möchte ich aber dieses Pokémon fangen. Und dann den Part beenden. Was haben wir hier? Paraheiler. Tauchen die hier schon auf? Also Pokémon tauchen hier in dem Knuffenser-Turm sehr selten auf.
Okay, hier tauchen noch keine Pokémon auf. Wahrscheinlich erst ein paar Stockwerke höher. Läuft. Naja gut, dann wird es heute ein bisschen längerer Part. Ein bisschen längerer Part? Ein längerer Part heute. Ach Gott, ich kann gar nicht. Mein Deutsch wird langsam richtig, richtig scheiße. Wir bewachen diesen Turm. In tiefster Dankbarkeit ehren wir alle Pokémon. La, 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 la. Okay. Gut, der hat auch wieder direkt Fensters, vermutlich. Ich glaube, ich mach's kurz und setz einfach mal nur Ding ein. Unsere Folge. Nein, nicht das, sondern das. Folge. Ach ja, ich wollte ja euch noch den Brief zeigen, dass man den beschreiben kann. Also mit Buchstaben. Was auch viel besser war. Damals. Als heute. Ich finde die Briefe, die könnte man heute eigentlich rausnehmen. Also in Schwarz und Weiß 2, die bringen total gar nichts. Seien wir mal ehrlich, wer von euch hat jemals einen Brief benutzt? In Schwarz und Weiß 2 oder Rubin oder was weiß ich. Alles nach Rubin. Also, falls ihr einen Brief nach Rubin verwendet habt, irgendwie einmal oder zweimal. Ich kann es nicht verstehen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Okay. Noch einmal Tackle. Und Knuffenser müsste ausgeschaltet sein. Das heißt, der müsste. Ist ausgeschaltet. Okay, das nächste Pokémon ist noch ein Knuffenser. Total einfallslos gerade. Ich finde in Ultrigaria wäre noch ganz angebracht. Halt mit einem schwächeren Level, aber naja gut, ist auch mal interessant. So ein Ultrigaria gleich am Anfang. Ist schon interessant. Aber nur Knuffenser ist ja auch langweilig. So, das war's. Danke. Ja, bitte. Habe ich gern gemacht. So, jetzt tauchen aber Pokémon auf. Und wenn ich dann... Jawohl! Perfekt, da ist unser Pokémon, das ich haben möchte. Nebulak. Na gut, wir müssen es zuerst schwächen. Ich riskiere es mit Superschall. Jawohl! Nebulak ist verwirrt. Es hat sich die Verwirrung selbst verletzt. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Sehr schön. Also geht's nicht. Oh. Verdammt, ich habe vergessen, Superschall hat keine AP mehr. Was hat Aron für Attacken? Wir müssen es ja angreifen und Folgen kann ja dieses Nebulak nicht angreifen, weil es ja nur Tackle drauf hat. Das heißt, Zubat ist momentan unsere einzige Methode, ihn anzugreifen. Ich schmeiß mal einen Ball, um zu schauen, ob es reingeht. Wahrscheinlich nicht, aber ich muss es riskieren. Eins? Nein! Oh, fuck. Jetzt aber! Selbst verletzen, bitte! Hypnose? Na gut. So, jetzt aber nochmal. Ich probier's nochmal. Wir haben zwar noch drei Bälle. Aber ich muss es riskieren. Jetzt aber, betet, drückt mir die Daumen! Nein! Ah, sowas hasse ich! Selbst verletzen! Oh. Okay, nochmal zwei. Jetzt nochmal die Daumen drücken, Leute. Daumen drücken. Eins, zwei, drei. Nicht schon wieder. Sowas hasse ich. Selbst verletzen. Jawohl. Gut, das müsste ein bisschen geschwächt sein. Letzter Ball. Drückt mir alle die Daumen. Also, Daumen drücken. Ne? Daumen drücken. Drückt mir jetzt die Daumen. Dann bleibt's drin. Und glaubt daran. Also. Daumen drücken! Bleib drin. Eins, zwei, drei. Nicht mehr verhört und Schlecker. Besser geht's nicht. Okay. Das war jetzt gerade ein Top oder Flop und wir hatten den Flop. Wir haben kein Pokémon mehr, das es angreifen kann. Ich fürchte, ich muss nochmal nach 18 Uhr aufnehmen, damit es Nacht wird und Nebulax auftauchen. Und zwar im nächsten Part, Leute. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.